herzlich willkommen. Gäste meiner heutigen Sendung sind die zweitplatzierte und Vorjahressiegerin der Rallye Paris-Dakar, Jutta Kleinschmidt. Ich freue mich auf meinen Sportstudio-Kollegen Rudi Zerne, der am Freitag Aktenzeichen XY ungelöst übernehmen wird. Und jetzt begrüße ich einen Kollegen, der hat den wirklichen Doppelachsel geschafft. Vom Eis direkt, nicht ganz direkt, aber schließlich ins ZDF-Sportstudio. Eine erfolgreiche Karriere. Und jetzt nimmt er die nächste Sprosse auf der Leiter, denn ab Freitag übernimmt er die Leitung des ZDF-Klassikers Aktenzeichen XY ungelöst. Guten Abend, Rudi Zerne. Cool. Grüße dich. Sportstudio-Kollegen dürfen sich duzen. Alles andere wäre ja auch absurd. Vom Eisläufer zum Sportreporter, vom Sportreporter zum Verbrecherjäger, zum neuen Aktenzeichen XY-Moderator. Was hat dich verbunden mit dem, ich sag mal, Fahndungsklassiker, kann man schon sagen, mit dem Fahndungsklassiker, bevor du jetzt also dann ab Freitag der, ich glaube, zweite Nachfolger von Eduard Zimmermann wirst? Ja, was hat mich verbunden? Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich das so zum ersten Mal gesehen habe. Da war ich, schätze ich mal, so im Alter von 10, 11 Jahren. Durfte schon mal gucken. Mich hat es am Anfang immer sehr irritiert, dass die Verbrecher am Ende noch auf freiem Fuß waren. So Parallelsendungen, Krimis aus dem amerikanischen Fernsehen, die es damals gab. Joe Mannix, kannst du dich bestimmt noch daran erinnern. Oder die Straßen von San Francisco. Das war das Schöne, dass es da am Ende immer eine Lösung gab. Und die bösen Buben waren hinter Schloss und Riegel. Und ich war halt immer irritiert und irgendwie unsicher, warum die dann da plötzlich noch unterwegs waren. Und dann kam immer dieser Ede Zimmermann und erzählte noch ein bisschen was dazu und Fahndungsfotos. Also da war ich durcheinander, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, da geht es ums wahre Leben. Das ist alles echt, das ist alles Fakt. Und da werden ja wirklich Verbrecher gesucht, Mörder. Ich habe mich immer wahnsinnig gefürchtet vor diesen Einspielfilmen. Ich habe richtig Angst vor der Sendung gehabt. Ja, du bist ein bisschen jünger als ich. Also ich war da schon aus dem Alter raus. Ich habe schon immer gehört. Ja. Du warst wahrscheinlich 8, als du die erste Sendung gesehen hast. Ja, kann sein. Aber ich fand immer so diese, wenn irgendwo die Tür aufgeht, dann kommt so eine Blonde raus und sagt, das ist Eva S. Sie weiß noch nicht, dass es ihr letzter Tag ist. Ja. Und so. Sie lachen, aber so war es ja. Ja. Und ich hab mich extrem gefürchtet davor. Ja. Beim nächsten Fall bittet die Kripo Duisburg um ihre Mithilfe. Oh, Peter Niedetzki in Wien. Ja. Der kommt dann auch. Was war konkret für dich entscheidend, dass du gesagt hast, ja, ich will das machen, ich hab Lust, diese Sendung zu moderieren? Es waren irgendwann Kleinigkeiten. Also Hans Janke, unser Fernsehspielleiter im ZDF, hat mich irgendwann angerufen während der Tour de France. Ich war auf einem verstaubten Parkplatz irgendwo in der Provence und ich muss sagen, ich habe zunächst mal gedacht, es handelt sich dabei um einen Scherz. Also versteckte Kamera, die waren ja auch schon mal hinter dir her. Das wäre jetzt so genau so eine Nummer und irgendwann sind die beim Gespräch beieinander und dann kommt Tommy Order oder wer auch immer hinterm Gebüsch hervor. Es kam aber niemand hinterm Gebüsch hervor. Es war todernst im wahrsten Sinne des Wortes und dann kommst du irgendwann in so eine Phase rein, wo du dir denkst, naja, du bist infiziert mit dieser Sendung, du schaust dir die genauer an. Es gab auch mal eine Phase, da hätte ich am liebsten gesagt, Mensch, hätten die mich doch nie angesprochen. Nur plötzlich reagierst du ganz anders und sensibel auf andere Themen. Als Beispiel, ich habe für Andrea Kiewel mal den Fernsehgarten als Vertretung moderiert, wie andere Kollegen auch. Im Rahmen dieses Fernsehgartens im ZDF war eine Johanniter-Unfallhilfe-Hundestaffel dabei, die haben sich dort präsentiert. Und ich habe dann ein bisschen was außerplanmäßig gemacht und habe mit einer Hundeführerin ein kleines Interview geführt und irgendwann am Schluss gefragt, wann war dieser Hund, ihr Schäferhund, zum letzten Mal im Einsatz? Als die kleine Julia bei Gießen gefunden wurde, sagte sie mir. Da bist du so im Moment sprachlos und denkst dir, das passt überhaupt alles hier nicht hin. Aber so ist das wahre Leben in einer Sendung, in der die Farbe rosa-rot im Vordergrund steht. Das nächste war, bezeichnenderweise, an einem Freitagabend wurde mein Auto aufgebrochen. Samstag aufs Polizeirevier, sind nicht so viele da, du musst ein bisschen warten, bist auf diesem Revier und siehst Plakate. Fahndungsplakate. Suchplakate von Kindern, hier ist eine 9-Jährige entführt worden, da ein 11-Jähriger und du denkst dir, mein Gott, du hast diesen Fall Julia natürlich in aller Ausführlichkeit in den Zeitungen gelesen und leidest auch so ein bisschen mit diesen Menschen, mit diesen Kindern, leiden wir in der Öffentlichkeit nicht so mit, weil davon kaum jemand spricht. Das ist ja fast in der Anonymität, aber das Schicksal und die Verzweiflung dieser Eltern ist dort genauso groß wie bei denjenigen, über die wir tagtäglich was hören. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich's. Das war so mein letzter Grund. War so ein Beweggrund auch, dass du selbst Vater einer Tochter bist und man sicherlich die Gedanken gerade in dem vergangenen Jahr, als häufiger darüber Bericht erstattet wurde, auch häufiger hatte? Ja, das ist natürlich ein absoluter Horror, wenn man sich in sowas reinversetzt, in so eine Lage. Und ich glaube, in manchen Bundesländern sind ja Kindesentführungen mittlerweile inflationär. Also wenn man sich überlegt, dass ein Junge von der Schulbank weggeklaut wurde,
Da sagst du ja, was geht hier ab? Du bringst ja zumindest etwas mit als Moderator für diese Sendung. Du bist nämlich mal von der Polizei verhaftet worden. Ja. Und zwar auf vornehmste Art und Weise. Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Der Hintergrund der Geschichte ist gewesen, ich kann mich genau an das Datum erinnern, weil zuvor ein Schaulaufen war, damals das legendäre, traditionelle Weihnachtsschaulaufen in Garmisch-Partenkirchen. Ich habe mir da einen Arm ausgerenkt und konnte nicht mehr die Koffer schleppen und bin dann nach Hause geflogen. Das war der 27. Dezember 1978, am 26. war es Schaulaufen. Ich war damals deutscher Eiskunstlaufmeister und bin in Düsseldorf, das war damals die Hochzeit des RAF-Terrorismus, in dieser Zeit am Düsseldorfer Flughafen von, ich glaube es waren 5 oder 6 Polizisten, empfangen worden mit vorgehaltener Waffe. Also einer bat mich aber höflich, kommen Sie bitte mal auf die Seite und nehmen Sie die Hände hoch. Also Moment. Und hatte aber einen Arm in der Schlinge. Ich wusste in dem Moment, so sensibilisiert war ich. In der Schlinge wegen der Verletzung? Wegen der Verletzung. Mhm. Greif jetzt nur nicht in diese Schlinge da rein, dann denken die wohlmöglich noch, da ist irgendwas drin, aber eine Waffe vielleicht oder sonst irgendwas. Und habe dann halt meinen einen Arm hochgenommen, die haben mich richtig schön untersucht, haben mich mit aufs Revier genommen, auf dem Düsseldorfer Flughafen. Und das hat sich aber relativ schnell aufgeklärt. Ich wusste, es lag eine Verwechslung vor. Kurz danach war Willi Peter Stoll erschossen worden, auch in der Düsseldorfer Innenstadt. Und die Zeit damals war sehr aufregend, sehr spannend. Also es gab da auch regelmäßig Untersuchungen, hätte ich beinahe gesagt, sondern Verkehrskontrollen an großen Autobahnkreuzen. Das war die Bader-Meinhof-Zeit, wo man dann auch regelmäßig einen Kofferraum aufmachen musste. Du bist verwechselt worden mit einem Terroristen? Mit Christian Klar bin ich verwechselt worden damals. Da gab es ein Fahndungsfoto vom BKA und das sah meinem Antlitz offensichtlich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, wir haben naja. Na, das ist zumindest ein Foto von dir aus dieser Zeit. Und also ich bin der rechts im Bild, ist ja. Klar. Moment, wie war die Situation? Du bist von München nach Düsseldorf geflogen? Ja. Und dann hat praktisch einer der Passagiere, oder wie? Glaubte in mir Christian Klar erkannt zu haben und hat das an die Stewardess, so ist mir das hinterher erklärt worden, an die Stewardess weitergeleitet und die sagte, könnte hinkommen. Und dann gab es Kontakt mit der Polizei, mit dem Präsidium in Düsseldorf und dann standen die Jungs da. Und was mir hinterher erst aufgefallen ist, kein Mensch ist nach mir aus dem Flugzeug noch rausgekommen und vor mir war alles abgesperrt. Also ich war da der Star in dem Moment. Also absurde Situation. Ja. Ich meine, man rechnet mit allem, aber damit nicht. Und ja, ich habe erst gedacht, ich habe im Moment noch gedacht, ach ja, die kommen, die wollen mir helfen, weil ich ja gestern, das war ja auch im Fernsehen zu sehen, da will mir einer die Tasche abnehmen. Die haben sie mir auch abgenommen. Ja. Aber aus einem anderen Grund. Wusstest du selbst, dass es da eine Ähnlichkeit besteht? Es gab ein Fahndungsplakat, ein Fahndungsfoto von Klar, das sah mir noch ähnlicher. Der hatte auch eine ähnliche Brille auf wie ich. Also so eine, damals waren diese Piloten, diese Tropfenform-Brillen sehr modern. Aber du warst völlig von Socken. Also ich war völlig von den Socken und hatte natürlich auch einen sehr trockenen Mund, das kann ich mir sehr vorstellen. Nasse Hände, ja. Was man so hat, wenn jemand mit einer Pistole auf dich zukommt. Ich habe wenig Erfahrung, damit, aber... Ja, die wünsche ich dir auch nicht. Ja. Nein, ich stelle mir das vor, wann klärte sich das auf? Die 10 Minuten, halbe Stunde oder wie lange dauert das? Mir ist es wahrscheinlich länger vorgekommen, als es dann wirklich war. Also so subjektiv würde ich sagen, es hat 45 Minuten gedauert. Wahrscheinlich hat es nur 20 Minuten gedauert. Ich saß dann alleine in einem weißen Raum mit einer Tür, mit einem Polizisten. Und ich habe dann auch mal, handelt es sich um eine Verwechslung? Und dann sagte der, halten Sie den Mund, es wird sich sicherlich alles gleich aufklären. Das war also schon klare Texte. Ja, das waren klare Texte. Da war niemand unhöflich, ganz im Gegenteil, aber es war sehr bestimmt, weil man musste ja wissen, zu der damaligen Zeit, wenn da Terroristen erkannt wurden, die haben, glaube ich, auch relativ schnell geschossen damals. Also das war. Und von daher wusste ich, weil wir ja begleitet wurden durch die Presse mit solchen Vorfällen, mit solchen Zwischenfällen, Halt's Maul, lass die Hand bei dir, mach nichts mit der Hand in der Schlaufe, geh einfach mit. Haben die sich entschuldigt irgendwie nachher oder so? Sehr freundlich entschuldigt. Hinterher hat dann der Kommissar, der mich verhaftet hat oder in Gewahrsam genommen hat, der hat mir dann geholfen beim Koffertragen und hat damals meinem Vater die Tür aufgemacht und gesagt, doch, Ihr Sohn ist ein bisschen verspätet, aber der hat Ihnen eine Menge zu erzählen jetzt. Das war dann auch der Fall. Also nett moderiert zumindest. Später nochmal Stress gehabt mit der Polizei? Ja, ich bin mal zu schnell gefahren. Also dann so kleine 4 Wochen Führerschein weg, aber das war alles, Das war dann ein gutes Stück zu schnell. Ja. Kann man wohl sagen. Ich fahre leider auch zu sportlich. Jetzt im Vorfeld der Sendung Aktenzeichen XY, nimmst du da nochmal Kontakt auf mit der Polizei? Oder machst du dann wie so eine Art Recherche, dass du dich in diesem Gebiet mehr auskennst, als das nur jeder normale andere Mensch? Also ich habe bei einer Fallrecherche mitgewirkt. Fallrecherche muss man so ein bisschen erklären. Das ist also praktisch, wenn ein Fall von der Polizei an XY herangetragen wird. Das sind alles Fälle von außerordentlicher Bedeutung.
bei denen die Polizei nicht mehr weiterkommt, bei denen die Polizei in der Tat im Dunkeln, im Trüben fischt und dann sagt, jetzt lass uns mal bei XY anrufen, vielleicht haben die es noch ist, einen Rat. Es ist also nicht etwa so, dass zum Beispiel die Redaktion sagt, oh, das ist aber spektakulär oder nee, da spritzt aber das Blut, das nehmen wir in die Sendung. So ist es nicht. Nein, das sind Fälle, bei denen kommt die Polizei nicht mehr weiter. Das ist dann praktisch der letzte Versuch, der letzte Strohhalm, wir rufen mal bei XY an. Und im Rahmen eines dieser Fälle, die dann filmisch umgesetzt werden, in einer der nächsten Sendungen, habe ich mich mal auf so eine Mordkommission begeben und dann mal das alles miterlebt. Also in der Aktenrecherche praktisch, also mal reingeschaut. Und das Interessante oder das ja, Dramatische an der Geschichte ist, dass du ja, wenn du so eine Akte aufmachst und du schaust auf diese Bilder, zunächst immer so im Hinterkopf den Filter des Fernsehens hast beim Krimi, da fließt halt ein Zahnputzbecher Blut oder so, aber auf diesen Fotos, da fließt ein Eimer Blut. Und das waren Schwarz-Weiß-Fotos, die hätte ich nicht gerne in Farbe sehen wollen. Also es gibt gewisse Dinge, die kann man filmisch gar nicht umsetzen. Es gibt Sachen, die sind mit dem menschlichen Vorstellungsvermögen nicht nachvollziehbar, was es an Morden gibt, die mir auch schon jetzt in Recherchen begegnet sind. Es muss in der Tat so sein, dass man die Herangehensweise der Polizei sicherlich darstellen muss und auch wie es zu diesem Mord oder zu Gewaltverbrechen gekommen ist, aber man muss dann hinterher nicht noch zeigen in allen Einzelheiten, was mit der Leiche passiert ist. Vom Eisläufer zum Verbrecherjäger, das ist ja zumindest mal eine ungewöhnliche Karriere. Ich habe mich immer gefragt, warum fängt ein Junge an, Eiskunstlauf zu machen? Das habe ich mich auch gefragt damals. Als Junge aus dem Ruhrgebiet wächst du natürlich mit dem Fußball auf. Ja, ich bin Luftlinie von Schalke 3 Kilometer aufgewachsen, aber mein Vater war ein sehr begeisterter Eiskunstläufer vor dem Krieg. Mein Vater ist Jahrgang 20 gewesen, ist leider vor 2 Jahren gestorben und ist so früher, was man gemacht hat. Damals, bist du Nachzügler in der Familie genau, eigentlich gewesen? Ich bin Nachzügler in der Wiederaufbauphase. Mein Vater war selbstständiger Malermeister. Da gab es weder Zeit noch Geld, um sich solche Sperenzien zu leisten. Und die ganze Familie hat das mitgetragen, auch mein Bruder und die Schwester ganz besonders. Bin ich dann praktisch mit 5 Jahren aufs Eis gebracht worden. Mein Vater hat gesagt, wir probieren das mal, auch mit den Älteren. Das war natürlich zu spät. Meine Geschwister waren dann schon 17, 18. Ich mit 5 und das klappte gleich. Und dann habe ich meinen Vater immer so, als ersten Trainer erlebt, der mich dann mit sanftem Druck, aber unnachgiebig zu den Trainingsstunden geführt. Es sind also nicht nur die Eiskunstlauf-Muttis, sondern auch die Eiskunstlauf-Pappis offensichtlich. Ja. Ich finde es ja immer witzig, wenn jemand gefragt wird nach seinen Eltern und jeder sagt, also meine Mutter ist nicht eislauftypisch gewesen. Alle Mütter sind eislauftypisch, alle Väter sind eislauftypisch, meiner genauso und ohne den hätte es auch nicht geklappt. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir in der Klasse damals einen Eiskunstläufer gehabt hätten, so in dem Alter, der hätte es nicht leicht gehabt. Habe ich nie Probleme mit gehabt. Es war nicht einer, der gefrotzelt hat, mich hochgenommen hat, ganz im Gegenteil. Die fanden das alle ganz witzig, dass da einer mal was anderes machte, als nur Fußball zu spielen. Oder Handball hat man natürlich viel gemacht damals. Für den Motorsport haben sich viele begeistert, aber kaum einer hat so ein flottes Gerät zu Hause gehabt. Gab es nie ein Problem. Und ausgerechnet eine Sportart, in der man nur besser werden kann, wenn man sich immer wieder aufs Maul legt. Du musst halt einmal mehr aufstehen als hinfallen. Aber es ist ja wirklich unangenehm. Also ja, das ist ja das, furchtbar. Das Training lebt ja vom Hinfallen. Und du fängst eher an eher mit dem Fall. Ja, nee, nicht. Also als Junge, das Hinfallen macht Spaß. So im öffentlichen Lauf. Nur komische Neigung. Manchmal reißt du noch einen mit, da fallen noch 3 dazu. Ach so, okay. Eine 9, das macht dann schon erste Spaß. Erste Anwandlung, ich verstehe. Ja. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Nee, und dann geht es natürlich, ich meine, wenn du von einem Doppelten auf einen Dreifachen trainierst, das ist dann eine Umdrehung, also 180 Grad mehr, da gibt es kein Zwischending. Du kannst nicht sagen, ich springe mal ein bisschen weiter oder ein bisschen höher, sondern du musst volles Rohr anlaufen und möglichst noch schneller, möglichst höher abspringen. Und du kannst dann auch nicht irgendwo unterwegs sagen, ach, ich irgendwo reiße es ein bisschen, ich höre auf, sondern du musst versuchen, den Sprung zuzulassen. Und so ein halbes Jahr endet das halt immer mit einer Bruchlandung. Und nur wenn du weiter probierst und weiter versuchst, dann kann man irgendwann rückwärts landen, auf einem Bein, mit einer sauberen Zacke. Jetzt noch manchmal auf dem Eis? Maximal einmal im Jahr. Das klingt eher distanziert. Du kannst dir nicht vorstellen, also ich glaube, ein guter Tennisspieler, der kann als Profi noch sehr viel mit Routine machen, der weiß, den Platz gut einzuordnen, sicherlich genauso ein Fußballer, der ein gutes Auge hat, der schlägt immer noch einen sauberen Pass, die Bälle kommen zwar nicht mehr so scharf an, aber wenn du als Eiskunstläufer nur noch auf dem Boden bleiben musst, überhaupt nicht mehr abheben kannst, das ist schlecht. Peinlich. Ist nix. Ja. Wie alt ist deine Tochter? 11. 11. Darf die am Freitag XY gucken? Du musst Eis laufen. Nein. Danke. Die läuft nicht Eis. Nein. Wenn sie will, kann sie sich das ansehen. Also ich habe da nichts dagegen, aber ich glaube, sie guckt sich's nicht an.
Sie hat schon mal ein paar Sendungen probiert, mit mir anzugucken, aber nach dem zweiten Einspielfilm hat sie gesagt, Papa, das ist nichts für mich. Verstehe. Ja. Na, vielleicht wird sich das ändern. Ja. Ab Freitag bei Aktenzeichen XY ungelöst. Rudi, toi 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 für den Start. Danke für den Besuch. Danke, Johannes.